Hier gibt's noch. Oh, hier gibt's noch Bärchen. Bärchen. Und ein Vulkano. Lepperberry. Das waren Lepperberries. Ach, hier 4. 24 habe ich davon, ja. 24. Als würde ich geben. Hier, kannst du noch mal haben. Das macht nämlich nur 10. Das ist halt echt nicht viel. So. Du darfst erst kämpfen. Kämpfen ein bisschen mit den Gegnern hier. Was ist süß, rund und ein knuffiges Pokémon? Scheiß Pipi. Ah. Sag ich ja, Pipi. Ich sage, das ist unglaublich, was die an Gewürzen im weitesten Sinne, sage ich mal, reinwerfen, ey. Schmeckt halt einfach nichts mehr. Wobei es da auch schon ein paar. Gibt es lustige Videos auf YouTube tatsächlich dazu, wo dann auch jemand sozusagen sagt, wo er herkommt gerade, wo er sich beschwert, wie wenig das Essen schmeckt. Oder das war klar die. Und dann, ich glaube, 6 Monate oder ein Jahr später nochmal ein Video macht, wo sie sagt, inzwischen schmeckt mir das Essen sehr gut. Weil man sich einfach daran gewöhnt, dass halt weniger Gewürz drin ist und die Sinne werden halt feiner. Sharp Spike. Scharfe Stache, die in schneller Abfolge auf das Ziel abgeschossen werden. Trifft 2 bis 5 Mal. Ja, dann verlange ich das ja mal. Stopp! Sei nicht so gemein zu meinem Pipi. Also es ist wahrscheinlich das, was du auch beschrieben hast mit deinem Wasser. Man gewöhnt sich einfach daran, wie das halt dann schmeckt. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Du solltest informiert werden, dass du eine Strategie brauchen wirst, um zu gewinnen. Nicht so schlimm, ich glaube, ich habe eine ganz gute Strategie, nämlich, ich bin einfach stärker als du. Finde ich eine okay Strategie. Hier, ich zeig's dir mal. Geht so. Er ist schon fast tot. Und jetzt ist das erste Pokémon tot, ja. Und du hast weniger Pokémon als ich. Also schon meine Strategie mit mehr Pokémon ist einfach perfekto. Okay, wir gehen jetzt, wenn wir es schwierig werden. Was war denn gegen Gift sehr effektiv? Moment. Pokémon Effektivitätstabelle. Hier, dahin. Zeig mal. Gift, Boden, Psycho. Okay. Alles klar. Du bist dran. Was ist ein Fling für eine Attacke? Was ist ein Fling für eine Attacke? Aua! Okay, jetzt sind die Gegner eindeutig stärker. Eindeutig. Dann Kraft. Hier, bam. Schlammbombe und dann stirbt er an Sandkram. 3600 XP, 800 XP. Das ist nicht logisch. Doch, finde ich schon. Ich habe einfach mehr Pokémon als du. Gehen wir erstmal gucken. Mein Kind, ich glaube, das ist kein sicherer Platz für dich hier bisher. Ich würde dir vorschlagen, dass du erstmal nach Celadon Shitty gehst und mit der Investigation dort hilfst. Die Polizei braucht jede Hilfe, die ich kriegen kann. Oh Mann. Jetzt muss ich mal kurz mein Map gucken. Map. Map ist da. Vermillion City, Saffron City, Fuchsia City. LOL. Da soll ich hin. Das habe ich irgendwie anders im Kopf.
Der Spieler Rich. Hallo Kind. Ich bin ein Rambling Gaming Dude. Ich weiß nicht, warum ich Rambling übersetze. Tatsächlich ist ein bisschen das Problem. Da muss ich mal Schillock einsetzen. Dann, ha! Verletzt sich selber. Wasserpult! Quasi die Dubstep-Knarre. Ach, der Aqua-Knarre. Ist klar, setzt halt einfach zwei davon ein. Finde ich cool. Oh, belebt sogar, aber ist confused. Will-O-Wisp ist no. Ah, ich hab mich. Ja, der hat mich irgendwie angezündet. Wie zündet man denn ein Wasser-Pokémon an? Was soll denn der Quatsch? Das ist unlogisch. Ach, weißt du was? Du lass dich entwickeln. Nato ist überhaupt in Tuxato. Hat ein bisschen bessere Werte. Pokédex. Tuxato. Was ist denn das für ein Sternchen hier? Sind das die ich dabei habe? Ne, sind die ich selbst evolved habe, ne? Die ich nicht gefangen habe, sondern die ich evolved habe. Ah, cool, dass sie extra markiert sind. Der ist jetzt Level 32. Was hat denn der? Level 35, denn der Psychic. Okay. Miracle Eye. Psychic kenne ich nicht. Kann man gar nicht fangen. Okay. Das sind die Base-Stats. Alles klar. Die theoretisch hier schon ein bisschen verändert sein müssen, dadurch, dass wir hinten. So. Ich habe eine große Chance verpasst. Ich kämpfe einfach mit den ganzen Leuten hier. Ich kämpfe durch. Komm schon. Finde ich jetzt süß, wie sie so hinter mir hertrottet. Hey, stopp! Ich möchte dir meine Pokémon zeigen. Ach, schon wieder so ein Wix-Pipi. Hau ab. Ich mach erstmal einen Konfu-Strahl. Ha, confused. Wake up Slap ist nicht gerade sehr effektiv. Ich heile mich mit meinen Überresten mehr, als du mir Schaden machst. Ich heile mich halt wirklich gerade daran hoch. Schnabel. 4500 XP und hochgehalten. Bin ich okay. Die Stats werden erstmal Level 100 dazugerechnet? Das ist ja dumm. Warum macht man das? Dann hat es früher entwickeln ja absolut keinen Vorteil, wenn es erst so spät dazugerechnet wird. Du willst kämpfen? Okay. Kraftreserve und tot. Und wieder hochgeheilt daran. 3900 XP. Dankeschön. Das ist voll nett. Irgendwie hätte ich ihr gedacht, die sagt, das war nicht nett. Kuckuck. Ich mag Nidorans, also sammle ich sie. Ja, ich dachte halt nur diese. Aber das waren doch die Base-Stats. Deswegen war ich verwirrt. Hier, wenn ich dann drauf gehe, da steht doch hier Base-Stats. Ich bin hier irgendwo, Moment. Wo war es da? Also die Stats, logisch. Nee, wenn ich da drauf gehe, das sind die Base-Stats. Und die sind halt besser dann. Schon so verstanden. Aber wenn die halt erst später zugerechnet werden. Moment mal, können wir mal kurz gucken. Attacke, sagt das hier, 75, 58. Funktioniert wohl wirklich erst später. Ich bin mit dem Balancing von dem Spiel nicht ganz zufrieden. Und nicht dabei verstanden. Und mit 29 hier wird es aber langsam schwierig. Eventuell. Die IV und EV werde. Ja. Achso, ja, die Evolution-Werte könnten besser sein. Also. Warum? Weil ich kann.
Wir müssen ganz schön dummer sein, wenn wir so rumstehen. Pikachu, hast du Bock? Was zu verprügeln? Übrigens, guck mal, wie schnell mein Pikachu ist. Das ist vor allem hier die EV-Werte. Die Verteilung ist super. Wechsel das Pokémon. Na, okay. Können wir halt nur einmal verprügeln. Verprügeln wir. Was? Sucker Punch? Was ist denn Sucker Punch? Mal kurz mal gucken, wie es auf Deutsch heißt. Ob ich das schon kannte. Tiefschlag? Nee, kenne ich nicht. Elektro-Tackle, aka Funkensprung. Okay, ich muss hier wieder wechseln. Hornattacke. Und ich heile mich. Ist so krass. Hier. Kraftreserve. Psycho. Das ist meine Kraftreserve. Psycho ist meine einzige Psycho-Attacke bis jetzt, ne? Auf einem Psycho-Flug-Pokémon. Ja, machen wir einfach nochmal weiter hier. Kraftreserve. Oh, ist die stark, die Kraftreserve. Eieieiei. Leider habe ich nicht getroffen, weil es Double Team gab. Oh nee, jetzt bin ich paralysiert. Ah, komm schon. Jawohl. Jetzt habe ich das so realisiert in meinem zweiten Angriff, dass ich ja gerade einen Flugpunkt gegen Elektro einsetze. Ich bin ein bisschen blöd. Wen haben wir denn noch? Gut auf, Spibor. Go, go. Das ist hier ein richtiger Pokémon-Kampf mit 5 Gegnern. Pin-Missile? Such mal Pin-Missile. Mal sehen, wie gut es ist. Bam. What? Alles klar. Nehme ich. Schau dir an, was du meinen süßen Pokémon angetan hast. Das habe ich selbst überrascht, wie effektiv das war. Da könnte ich unter Pokémon Ultrasonne, Ultramond streamen. Ich glaube, das habe ich sogar gemacht beim ersten Stream. Und danach, da hatte ich überhaupt, glaube ich, gar keine Zuschauer. Und von daher habe ich mir dann gedacht, nimmst du mal Pokémon Battle Revolution, weil Pokémon Revolution, da stimmen wenigstens 2/3. Also das heißt ja eigentlich Pokémon Revolution Online. Pokémon Battle Revolution, wie gesagt, stimmen halt wenigstens 2/3 den Namen. Ich werde dich bekämpfen. Jetzt habe ich den ersten Text nicht gelesen. Verdammt. Wenn ich das erklären würde. Wieder Gift-Pokémon. Super, nochmal mit Kraftreserve. Das ist wieder sehr effektiv. Ja, alles klar. Sehr schön. 10.000 XP. Aber freut mich, dass du sagst, ich habe mehr Viewer verdient. Das spricht ja dafür, dass auch, dass du das dritte Mal da bist, dass ich zumindest dich unterhalte. Von daher ist doch alles gut. Stark. Jupp. Kommt davon, weil ich alle besiege und immer Spinnern esse. Beziehungsweise meine Pokémon Spinnern essen lassen. Du möchtest meine Pokémon sehen? Geht's halt mal her. Oh, das ist echt ein schönes Pokémon. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Muss ich ja mal zugeben, dass Vulnona mein liebstes Pokémon ist, so von der Optik her. Nicht unbedingt von den Attacken, aber von der Optik. Ich mag einfach diese Mystik um den neunschwänzigen Fuchs. Ich mag auch Naruto deswegen. Ne? Also ich habe super viel Naruto geguckt. Safeguard wird die nächste Attacke wirkt nicht, oder? Doch, die nächste Attacke wirkt. Nee. Komisch. Überlebt er dann einmal? Nee, 16.000 XP. Okay. Ich mag deinen Stil. Das hat sie wirklich gesagt, hat sie im Pokémon sogar gesagt. Die 4 gab es nämlich auch im Rot-Blau-Pokémon und ich glaube, der hat wirklich gesagt, ich mag deinen Stil. Komm ich zu den Bikern. Pack dich wieder nach vorne. Was kann ich als Biker einsetzen? Guck, guck. Ey, mach den Weg frei und ich falle dich um. Ach, sorry, das Slimer.
Ich kann ja mal nächstes Mal unter Ultramond, Ultrasonne streamen. Das macht ja keinen großen Unterschied. Versuchen wir mal die Pin-Missile. Jetzt gegen Gift. Okay, das ist nicht so mal effektiv. Warum war das vorhin so super stark? Warum ist Fling so fucking stark? Fling muss irgendwie eine normale Attacke sein. So viel Damage, wie das macht. Mach nochmal so ein Scheißvieh. Was hast denn du hier eigentlich noch in der Hand? Achso, du genau, hast die Crit-Klaue. Der Knee, fangen kann ich nicht. Ich glaube, ich kann nicht nochmal angreifen, sinnvoll. Das ist immer Sandan an einem Boden, war ja gegen Gift extrem effektiv. Sprich, Sandan müsste jetzt die Tübis platt machen. Wenn die jetzt hier alle Gift haben. Oh, ich hätte wirklich mein Schaufel setzen müssen, damit ich die mit einem Hit platt mache. Krass. Moment mal, nee, das waren 1800 und 2000, ne? Bist du wirklich ein Kind? Oder keine Ahnung, wie man das sonst übersetzen soll. Irgendwie so in der Richtung. So, gehen wir mal zum nächsten. Kuckuck. Alter, mein Bike macht Mist. Ja und? Dann musst du nicht mehr kämpfen. Reparier dein Fahrrad, anstatt mit zu kämpfen, du blöde Jan. Durch den Untergrund, der trifft mich nicht. Und jetzt kommt der Schaufler, der auch daneben geht. Machen wir nochmal. Untergrund. Gyroball trifft mich nicht. Schaufler geht daneben. Du bist ein Arschkick, Sandan. Wie erst, wenn du mal triffst. Moment mal. Ist Smogmog ein Giftflug-Pokémon hier? Das wäre übel. Dann kann ich mit meinen Bodenattacken natürlich nicht treffen. Das würde es aber übelst stark machen, weil dann mit Bodenattacken, die gegen Gift stark sind, Smogmog nicht treffen könntest. Blobstrau! Nochmal Blobstrau! Was gibt denn? Ich muss gleich mal nachgucken, was Smogmog ist. Blobstrau! Alter! Hör doch auf mit dem scheiß Self-Destruct! Die kann ich nicht einsetzen. Kann ich einen Xatu einsetzen aktuell? Ich glaube, Pikachu hat keinen guten Effekt. Versuch mal Pikachu, aber ich glaube, Pikachu wird nicht viel machen. Ui! Nee! Pikachu macht nicht viel! Wenn du nur noch einen Xatu. Minimize. Achso, das hat sich jetzt kleiner gemacht. Wir machen mal. Ja, du kommst rein, ich bin am Labern. Das liegt tatsächlich daran, dass ich eigentlich die ganze Zeit labere, auch wenn keiner da ist. Also es hat nichts tatsächlich. Ich könnte sagen, natürlich, es hat nur mit dir zu tun. In dem Moment, wo du reinkommst, spüre ich das einfach und ich fange an zu labern, aber ist leider nicht so. Ich bin eigentlich fast komplett die ganze Zeit am Reden. Weil ich einfach versuche halt zu kommentieren, was ich hier mache und warum und wieso und weshalb. Und das rutscht hoch, interessant. Finde ich lustig. Entschuldigung. Geht auch hier? Hui! Oh Mann! Ich mag das nicht. So. Das hier ist Wasserschwanz. Gab's damals auch nicht. Der Benutzer greift mit dem Schwung seines Schwanzes an, als wäre es eine hohe Welle in einem wütenden Sturm. Power 90? Aber halt nur 90% Genauigkeit. Ah.